Der heilige Markus. Der heilige Markus ist einer der vier Evangelisten. Sein Attribut ist der Löwe. Dargestellt wird er mit geflügeltem Löwen, aufgeschlagenem Buch und Feder, zusammen mit den anderen Evangelisten über den vier Strömen, die vom Baume des Lebens entspringen, wobei er den Platz über dem Gehon, dem Nil, einnimmt. Die Kirche feiert sein Fest seit dem 12. Jahrhundert am 25. April. Die Bittprozession, die an diesem Tage stattfindet, hat keine Beziehung zu dem Heiligen. Sie nahm vielmehr mit christlichem Inhalt erfüllt die Stelle des am gleichen Tage abgehaltenen heidnischen Umzugs ein, der dem römischen Gott Robigus als dem Beschützer der wachsenden Saat galt. Dem heiligen Markus verdanken wir das Markus-Evangelium des Neuen Testaments, das kürzeste unter den vier Evangelien. Es enthält weder die Kindheitsgeschichte Jesu noch die Bergpredigt, beginnt mit dem Bußprediger Johannes, der seine Stimme wie ein Löwe in der Wüste erschallen lässt. Was Jesus tat, weniger was er lehrte, ist Gegenstand des zweiten Evangeliums. Johannes Markus stammte aus Jerusalem, wo sich nach der Apostelgeschichte im Hause seiner Mutter Maria die junge Christengemeinde zu versammeln pflegte. Er selbst soll beim ersten Pfingstfest durch die Predigt des heiligen Petrus bekehrt worden sein. Vielleicht zählt er auch unter die 72 Jünger, von deren Aussendung das Lukasevangelium berichtet. Als Verwandter des Barnabas begleitete Markus mit diesem zusammen den heiligen Paulus auf seiner ersten Missionsreise. Später schloss er sich dem Apostel Petrus an und verfasste auf Bitten der Römer als dessen Dolmetscher, das heißt im Anschluss an die Aufzählungen des Apostels wohl in der Zeit zwischen 55 und 59, sein Evangelium, wofür auch die frische Anschaulichkeit der Schilderung spricht. Markus war Begründer der alexandrinischen Kirche und fand als Bischof von Alexandria dort selbst wahrscheinlich im Jahre 67 den Märtyrertod. Dass er während seiner Missionstätigkeit auch nach Aquileia, Lorch bei Linz und nach Venedig gekommen sein soll, ist legendär. Seine Reliquien wurden allerdings 828 auf abenteuerliche Weise von Alexandrien nach Venedig gebracht, wo sie seitdem im Markusdom verehrt werden. Tintoretto hat die Auffindung und Entführung seiner Gebeine in einem berühmten Gemälde in der Brera in Mailand geschildert. Er ist der hochberühmte Schutzherr Venedigs bis heute geblieben. Der heilige Markus ist Patron der Maurer und Bauarbeiter, Glasmaler, Korbmacher, Notare und Schreiber. Seine Fürbitte erweist sich wirksam gegen Blitz, Ungewitter und Hagel. Er bewahrt vor jähem, unbußfertigem Tod, vor Krätze und Qualen aller Art und sorgt für eine gute Ernte.